Wo ist es? Kommt heute nicht, sagt die Regie. Puff, 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 puff. Diese Sendung enthält Donny-Platzierungen und kann Spuren von Zelda enthalten. Wow, okay, weirdeste Anmoderation aller Zeiten, aber wir haben ja einige Folgen schon hinter uns. Ist doch eh scheißegal. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal so einen Supercard von meinen Moderationen, denn ich versuche eigentlich immer irgendwas anders zu machen. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt jemand interessiert. Weiter geht's mit Zelda, knallhart durchgenommen, hier auf Rocket Beans TV. Und wir gehen direkt mal rein. Okay, wir gehen auf Fortsetzen. Habe ich euch eigentlich mal mitgenommen in das Menü? Das Anfangsmenü oder so? Ich glaube ein, zwei Mal nur, ne? Okay, Fortsetzen. Wir waren in Kakariko. Wir haben in der letzten Folge da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, diese letzte Folge war episch. Ja? Da bin ich selbstbewusst genug, um aber auch mal zu sagen, das war vielleicht die beste Let's Play-Folge, die ich jemals gemacht habe. Und wenn man bedenkt, dass ich auch bei Jedi Knight 2, Jedi Outcast, den Endboss mit einem einzigen Schwerthieb besiegt habe, was auch schon recht episch war, wenn man sich den Rest meines Let's Plays anguckt, dann weiß man, dass das sehr episch war. Aber die letzte Folge, die hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe auch in der Redaktion sehr viel darüber geredet mit den anderen Jungs. Ich rede mal, wenn ich so im Spiel bin. Ja, das möchte ich kurz loswerden, bevor es jetzt hier ich mich wieder eigentlich eintauche in das Spiel. Ja, das war einfach sehr schön letztes Mal mit diesem Drachen. Ich habe da nochmal so ein bisschen jetzt, da ist jetzt ein bisschen Zeit ins Land gegangen, ist jetzt eine neue Session und ich konnte ein bisschen drüber nachdenken und mir ist klar geworden, diese Seitenquest, ey, die war es jetzt, die mich wirklich jetzt komplett dazu überzeugt hat, dass dieses Spiel absolut großartig ist, weil ich muss mir mal überlegen, das war einfach eine Seitenquest. Ich bin ja auch dieses Risiko eingegangen, ohne Wams, also ohne ein starkes Wams, beziehungsweise nur mit meinem normalen Wams, in der Kälte hochzugehen, Energie zu verlieren und in Anführungsstrichen nur eine Seitenquest zu machen, die sich dann zu so einem tollen und schönen Abenteuer entwickelt hat, ja. Und das ist nur eine Seitenquest gewesen. Und es gibt wohl sehr, sehr viele von diesen Seitenquests. Und das ist einfach, das hat mir so gut gefallen. Ich habe da so viel noch drüber nachgedacht. Das hat so nachgewirkt, diese Freude darüber. Und ja, mittlerweile sage ich echt, dieses Spiel ist einfach absolut großartig. Großartig. Das wollte ich nur nochmal lobend erwähnen, einfach nochmal an das Spiel, bevor ich jetzt hier wieder in die nächste Session starte, Leute. Okay, ich muss mich kurz mal finden. Was muss ich eigentlich machen? Wie viele? Ja, normalerweise auch, entschuldigt mich bitte, schaue ich mir die letzten 6, 7 Minuten an, immer der vorigen Folge, sodass ich schneller reinkomme ins Spiel. Das habe ich diesmal nicht geschafft. Das sei mir bitte verziehen. Deswegen muss ich mir ganz kurz hier nochmal einen Überblick verschaffen, was ich machen muss. Die Session war jetzt so 3, 4 Tage her. Also nicht jetzt arg lang, ich weiß schon so grob, was geht, aber ja, wir haben auf jeden Fall keine Quest ausgewählt, keine Hauptquest. Ich glaube, die können wir eigentlich mal wieder aktivieren. Deswegen würde ich jetzt einmal mal sagen, wir aktivieren die 4 Titanen. Und ja, wie viele Zeichen der Bewährung habe ich? Habe ich ja gerade abgegeben, ne? Alle, okay. Tja. Was wollte ich denn noch in Kakariko machen? Da gab es einen Wasserfall, der mir aufgefallen ist. Da, genau. Der ist mir nämlich aufgefallen, als ich neulich eine Folge Let's Play von Gregor geguckt habe. Ich gucke ja manchmal, habe ich letztes Mal erzählt, so 1, 2 Folgen an, so, aber immer nur von den Folgen, wo ich weiß, da bin ich selber schon durch, sodass ich nicht gespoilert werde oder nicht groß. Also nur Dungeons und so, ne? Und da ist er, als er auf den Dungeon rauskam, habe ich es irgendwie gesehen, ich weiß nicht mehr genau wo, aber da habe ich diesen Wasserfall entdeckt. Da habe ich gedacht, haha, warte mal, ich habe doch die Zora, das Zora-Dingens, dann kann ich doch vielleicht da hoch und dann vielleicht kommt da was Geiles. Das probieren wir jetzt mal aus. Okay. Vielleicht komme ich da an eine Stelle, wo ich sonst nicht hinkomme und dann ist da irgendwas richtig Geiles. Da ist ein Fisch. Ja, scheiß drauf. So, jetzt gucken wir mal, ob ich da hochkomme. Ja, okay, das geht. Aber dann nochmal, oder was? Nee, jetzt. Aber da kann man ja einfach klettern. Okay. Bisschen enttäuscht gerade. Okay, wo bin ich? Ach so, naja. Das hat jetzt nicht so geklappt, wie ich wollte. Ich versuch's nochmal, vielleicht kann ich da irgendwie. Vielleicht ist der geiler. Was ist das denn? Pilze, okay. Welches geht denn höher? Das sieht irgendwie geiler aus. Nehme ich mal das. Jetzt gucken wir mal. Das geht schon deutlich höher. Ja. Ganz klar. So, und jetzt bin ich ja hier oben, ne? Ist hier irgendwas?
Ach ja, gut, ich habe das Gefühl, es hat jetzt doch nichts gebracht. Da wäre ich bestimmt auch irgendwie so hingekommen. Na gut. Aber ich habe es mal ausprobiert. Und meine Ausdauer ist gleich am Arsch. Das schaffst du ja nicht mehr, doch. Ja, auf jeden Fall nächstes Mal mit Zeichen der Bewährung oder sowas hole ich mir auf jeden Fall Ausdauer mehr. Das ist das Nächste, was ich mir hole. So, jetzt gucken wir mal. Wo will ich denn hin? Ja, jetzt ist die Frage, welches von den Dungeons oder Waypoints... Okay, ich mach's so. Ich habe jetzt einen Plan. Ich gehe jetzt hier in dieses Gebiet und aktiviere die Karte, um dann in dieses Gebiet zu kommen, um die Karte zu aktivieren. Und dann machen wir mal diesen Weg hier hoch in da die Richtung. So, muss ich mal kurz gucken, welche Richtung ich dann gehen muss. Ich muss mich dann quasi nach rechts drehen. So ist die Luftlinie. Ja, ich kann ja unten gucken. Okay. War schön. Das ist auch geil, oder? Hier, wie man hier so rauskommt, ey. Ah, schade, ich wollte eigentlich das Gesicht noch. Okay, ja. Wo ist der Turm? Da ist ein Schrein, sehe ich direkt. Ja, wir machen den. Komm zum Warmwerden. Den Schrein, den gönnen wir uns. Wenn er doch da einfach offen liegt. Und dann, wo ist der Turm? Kartenturm? Da, rechts. Dann machen wir Schrein. Turm. Und das reicht erstmal. Ja, weiß ich doch. Ich sehe das doch. Ich flieg doch darauf zu. Was wir gar nicht Alarm machen hier. Das ist der Schreinbeat. Ich. Ja, du bist mir jetzt schon vereist jetzt hier, Kollege. Schon mal vereist worden? Ich glaube nicht. Immer noch das Wort, was ich nicht aussprechen kann. Exal. Da ist ein Bock. Bock sichtet. Ich habe ein ganz besonderes Verhältnis zu Böcken in diesem Spiel. So, ich habe hier noch ein bisschen Müsli-Riegel, den hole ich mir mal eben. Überspringen. Denn, wie wir wissen, brauchen wir für Schreine besonders Nervennahrung. Weil das wird jetzt wieder ein Rätselschrein. Wir haben ja letztes Mal rausgekriegt, beziehungsweise ich habe einfach mal kombiniert, dass man für bestimmte Schreine gar kein Rätsel lösen muss, wenn man sie irgendwie findet. Ne? Wenn sie irgendwie hinter einer, wenn man eine Bombe braucht, um irgendwie eine Wand aufzusprengen, um dann einen Schrein zu finden. Oder wie mit dem Drachen, ne? Dass du als Belohnung einen Schrein quasi bekommst. Nicht mit dem hier. Ah, Peoples. Nicht mit diesem Schrein. Versunkene Rettung. Okay, das könnte natürlich auch ein Hint sein. Irgendwas von unten hochhiefen. Ich gehe mal von aus, erster Blick sagt mir, ich brauche Magnet und Stasismodul. Irgendwas sagt mir... Ich habe jetzt auch mal das Gefühl, ich muss diese... Das ist jetzt ziemlich blind, aber irgendwie denke ich, ich muss einfach diese Kugeln hochhieven. Aber warum, weiß ich auch nicht. War's erstmal. Ich kann die vielleicht einfach da reinschmeißen. Obwohl, warte mal. Was ist denn da unten? Kann ich die da drüber schmeißen? Reicht das? Nee, natürlich nicht. Aber ich hol die erstmal aus dem Wasser. Irgendwie. Oh, nee, nehmen. Oft. Ach, der ist runtergefallen. Reicht nicht.
Ich dachte, vielleicht kann man den in der Luft schmeißen. Aber ich kann den ja wahrscheinlich hier so ranfahren. Nee. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, warum ich das jetzt... Also ist einfach eine Vermutung, dass ich die vielleicht aus dem Wasser holen muss. Was ist aber das da unten? Magnet. Erstmal, ich hole mir mal ein Cryo. Das kann ich, vielleicht kann ich die ja über das Ding hieven oder so. Okay, da geht was. Das ist, war das der Stöpsel oder was? Okay, dann kann ich... Ah, dann die Kugeln vielleicht da rein oder so. Das reicht, oder? Nee, das hat nicht gereicht. Ah, wisst ihr was? Vielleicht muss man... Ich dachte, vielleicht reicht das, wenn ich das so... Muss man das so mit Kraft? Das passt gar nicht da rein. That's what she said. Okay, warte. Ich habe noch eine Idee. Vielleicht muss man die Kugeln in da hier reinmachen. Weil das ist ja so eine... Da sind wir wieder bei dem Punkt intuitiv. Und jetzt kann ich die ja so nehmen und da reinschmeißen. So ein bisschen basketballmäßig. Dirk Nowitzki, Alter. And he goes for three! Swoosh! It's Dirk Nowitzki in the last quarter. Dallas Mavericks just... He just scored 30,000 points, which is legendary. He's one of the top five or top six scorers of all time. It's Dirk Nowitzki, the German Wunderkind, going for three. Okay. So, warum ich die jetzt in der Schale drin habe, werden wir jetzt sehen. Und zwar, ich versuche jetzt noch das Ganze zu hieven. Nein. Oh. Geht das nicht? Oh, scheiße, richtig verrafft. Warum schwimmen diese Kugeln eigentlich? Ah, das war jetzt dumm. Kann ich vielleicht nur einzeln oder so? Ich versuch mal einen. Shit. Nein! Okay. Muss es einfach vorsichtiger machen, genau. Muss da vielleicht nur eine Kugel rein? Das ist ja nur ein, da ist ja nur Platz für eine, ja. Klar, und jetzt tue ich die einfach, guck mal. Schale so machen. Ja, das war's. Bäm! Aber warum sind hier drei Kugeln? Einfach so im Sinne von, wenn dir eine kaputt, wenn du, weiß ich nicht, wenn dir eine kaputt geht oder so? Hm. Okay, also, ja. Mich hat's eigentlich nur stutzig gemacht mit den drei, warum da drei Kugeln waren. Hier sind auch wieder zwei. Aber interessant, dass es hier weitergeht erstmal. Da scheint so ein Button zu sein, Schalter und unter Wasser. Ja, erstmal gucken, ob man irgendwas aktivieren kann. Hier ist eine Leiter, das heißt, ich muss auch ins Wasser rein, denke ich mal. Was habe ich noch für Module? Vielleicht ist das was mit Stasis-Modul, ja, da geht was. Aber ich kann ja nicht... Ich kann ja nicht im Wasser schlagen. Okay, warte mal. Kann man die Dinger irgendwas... Das ist jetzt schon ein bisschen schwieriger. Was ist denn, wenn ich die Schale von drüben nehme und die voll mit Kugeln mache, sodass die sinkt und dann fällt die auf das Ding vielleicht? Aber hier muss ich ja auch wieder eine Kugel reinmachen. Das probiere ich mal aus. Das würde vielleicht auch erklären, warum hier überall so viele Kugeln sind. Dann muss man vielleicht so deutlich Gewicht reintun oder so. Ah ne, das war das falsche Modul, sorry. Ach, das geht gerade nicht, weil es noch... Okay. So, jetzt. Jetzt gucken wir mal. Ja, also hier rüberbringen kann ich schon mal. Das ist schon mal ganz gut. Leute, ich glaube, ich habe recht. Leute. Ich glaube, ich habe recht. So, ist es jetzt unter Wasser? Loslassen. Ja! Ich muss es gar nicht befüllen. Was ist aufgegangen? Irgendwas ist aufgegangen. Tatsächlich, ich habe eine Sekunde zum Müsli-Riegel geschaut. Da ist irgendwas...
Was ist aufgegangen? Kann ich die jetzt wieder nehmen? Kann ich jetzt wieder nehmen und das Gewicht lösen? Das ist jetzt, war das so ein Schalter, der immer... Okay, nee, der hat sich wieder gelöst. Ich muss aber trotzdem die Kugel erstmal nehmen. Das ist aber geil hier. Also, guck mal, so hätte ich das von vornherein machen sollen, die so angeln. Macht voll Bock. Ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie weit man weg ist. So, jetzt müsste ich es haben, oder? Oh, Leute. Boah, das ist voll schwer einzuschätzen, wie die Perspektive. Ey, mit sowas bin ich doch sonst gut. Was ist denn da? Da ist jetzt doch drunter. Okay, gut. Ja, langsam. Ich hole trotzdem mal die Kugel hier rein. Ah, guck mal, dann geht das auf. Okay, jetzt weiß ich auch, was aufgegangen ist. Okay, ich lasse aber die Kugel hier schon mal drauf. Trotzdem drauf liegen. Ein bisschen so. Okay, und jetzt kann ich das ja mit Wasser füllen. Muss ich aber sehen. So. Locker easy, Leute. Jetzt hab ich's. Das ist mir einfach nicht aufgefallen, dass das Ding aufgegangen ist. Oh ja, eine Sekunde weggeguckt. Mhm. Nice. Okay. Ja, und fertig. Aber wo ist die Truhe? Hier gab's keine Truhe. Schauen wir gleich mal. Holen uns erstmal unser verdientes Zeichen der Bewährung ab. Das überspringe ich jetzt auch. Ein bisschen Müsli zwischen den Zähnen. Mhm, ja. Achso, dann verlässt man dann. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Wie viele Schreine habe ich schon gemacht? 12, 13 Stück? Ja, da oben steht es. Ah, 13, guck mal. Ha! Gerade wo ich mich frage, wird man da oben fündig. Da sehe ich das Schrein 13 und ein. Naja, heißt das jetzt ein Zeichen der Bewährung? Ja. 5 Kackhaufen und 319 Rubinen. Ja, gut, vielleicht war da jetzt eine Truhe drin, Leute. Ist mir egal. Da gibt es eh wieder höchstens eine antike Schraube. Oder, naja, vielleicht was Geileres, aber na, jetzt. Guck mal, wie geil sieht das denn aus? Schön. Hey, Mahenya, Wanabus, Piniana. Hey, Mahenya, Wanabus, Piniana. Aumowe, 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 Aumowe. Okay, was wollten wir machen? Genau, wir sind am Schrein hängen geblieben. Wir wollten aber eigentlich Richtung. Genau, wir wollten die Karte machen. Da ist doch der Turm, da gehen wir hin, da machen wir unseren. Da stimmen wir unseren dritten Turm. Hier ist eine Brücke. Da drüben ist mein geiler Elefant. Den fand ich geil, den Dungeon. Auch schon mit einem. Ja, wie ich so oft sage, schon mit ein paar anderen Leuten geredet, die schon gespielt haben. Ich rede auch in letzter Zeit sehr gerne mit Gunnar darüber. Für Nicht-Rocket Beans-Menschen. Gunnar ist auch Teil der Redaktion. Und der spielt auch gerade. Privat, sozusagen. Und, ja, sorry, ich bin gerade so ein bisschen, muss ja mal wegkommen hier. Oh, da ist so ein Viech. Schwert. Schild. Wow. Okay. Aber hey, ich habe schon krassere Gegner gemacht. Ich brauche ein geiles Schild. Das hier ist gut. Brauche ich eine gute Waffe? Mhm. Nee, war doch gut. Ich weiß nicht, ob ich mich drauf einlassen möchte, auf den hier. So, ausgewichen. Ah, nee, der ist mir zu heftig. Ich bin gleich tot. Ich bin jetzt tot. Ich hau ab. Ja, boah, das war knapp. Ich will weg hier. Leute! Oh, scheiße. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Der ist voll krass. Okay, ich werde diese Strecke meiden. Wir kommen wieder beim Schrein raus.
Wart. Erneut versuchen, ja. Also, den fand ich gerade irgendwie heftig. Was soll ich eigentlich sagen mit Gunnar? Ja, ich war auch zu sehr im Labern beschäftigt gerade. Ja, ich habe nur gemeint, dass wir uns schon ein bisschen austauschen auch. Und ja, er meinte, er mochte den Zora-Schrein den nicht so gerne. Ich fand den aber richtig geil. Das macht mir aber wiederum Hoffnung auf die nächsten Schreine, weil wenn ich ja schon den Schrein richtig geil fand, den viele Leute jetzt, die es gerade zocken, oder die meisten, als zwar sehr geil, also immer noch sehr geil, aber nicht der allergeilste von den Schreinen beschreiben, dann ziehe ich mir als Logik daraus, die nächsten Schreine werden geiler. Ist das ein Gegner oder ist das ein Freak? Was macht er denn überhaupt hier? Warum hüpft er da in der Luft rum? Okay, das ist ein Gegner. Ciao, der sieht super creepy aus. Slenderman. Slenderman-Style. Da ist ein Schrein. Ich sehe schon wieder einen Schrein. Hm. Haben wir da Bock drauf, den Schrein? Wie weit ist denn der weg? Ja, das wird die Schreinfolge, Leute. Das wird die Schreinfolge. Wenn man einen Schrein sieht, muss man ihn nehmen. Das ist jetzt verostetes Schwert. Ich dachte schon, da steht veredeltes Schwert. Scheiße. Ja, du, sag mal, wenn hier so viele Schreine sind, dann nehme ich die mit natürlich, ne? Aber da so weit kann ich nicht schwimmen. Nee, komm jetzt, ich bleibe jetzt bei meinen, was ich mir vorgenommen habe. Die Waffe ist super, ey. Ach, Tasche ist voll. Ach, das ist ein... Oh, ne. Ach, warte mal, das ist gar kein tiefes Wasser. Das ist ja Sumpf, da kann ich ja einfach so laufen. Ja. Ja, dann nehmen wir den Schrein doch. Wenn er so nah... Hey, Leute, wenn er so nah dran ist. Wenn der so nah ist, dann nehmen wir doch den Schrein. So nah. Habt ihr gesehen gerade das? Ich brauche ein bisschen Fleisch mal wieder, ne? Oh, guck mal, das ist doch Elektro. Vielleicht macht das dem so kaputt. Also, ja, der Gedanke war richtig. So. Yes, bitch. So geht das. Elektropfeil ins Wasser. Wieder so ein Intuitiv-Ding. Ist doch klar. Die nehmen wir, die sind neu, oder? Nee, spurtlos. Immer noch nicht wirklich so viel mit richtig krass Schleichen gemacht, muss ich mal sagen. Jetzt nach über 20 Stunden. Man findet ja ständig irgendwelche Schleich-Utensilien, Pilze, diese Spurtlos-Dinger. Also, man wird von vorne bis hinten durchgehintet. Dass Schleichen wichtig ist, aber ja, bis auf die paar Bockblinlage, wo die pennen und so. Oder, ja, weiß ich nicht, habe ich so Schleichen noch nicht so wirklich benutzt, so krass. Oder als notwendig empfunden. Ja, schauen wir mal. Mal das Gas geben hier. Da können wir gleich was kochen. Ich glaube, ich muss auch was kochen. Boah, das Aim war nicht schlecht. Weil. Ich habe gar nicht mehr so viel. Ich habe ganz schön viel gegessen, so die letzten. Ey, diese Waffe, die finde ich richtig geil. Ja, ich habe viel, viel aufgebraucht. Vor allem bei der Erklimmung von dem Berg Ranelle, wie heißt das, Ranelle-Gipfel da mit dem Drachen. Das muss ich natürlich... Da muss ich jetzt natürlich auch ein bisschen mir meine geilere Sachen wieder kochen. Hier war doch Feuer. Okay, hier muss man schleichen, da pennt wieder einer da oben. Ja, erstmal machen wir die platt und dann gehen wir in den... aber ist da überhaupt eine Kochstelle oder ist es nur ein Lagerfeuer? Ach, scheiße. Ach, oh, hier sind voll viele. Dammit. Ja, ihr könnt mir gar nichts. Können wir doch alle gar nichts. Oh ja, ihr flippt halt aus. Ciao. Vielleicht gibt es eine Truhe, das ist ganz schön viele hier. Oh, greifst du einen Feind an, ohne dass er dich bemerkt, richtest du größeren Schaden an. Okay, das habe ich original jetzt erst erfahren. Und das beantwortet auch gleichzeitig meine Frage mit Anschleichen. Ja, ich hätte mich jetzt ganz anschleichen können, dann mit einem Hieb kann man die dann ganz schön fertig machen.
Ich finde auch echt geil, dass man die Pfeile aufsammeln kann, ne? Das fällt einem immer wieder auf, wie viel das bringt. Pfeile waren ja bei anderen Zelda-Teilen echt extrem ist gut, wo du aufpassen musstest. Nee, die nehme ich nicht. Also bitte 6, Alter, hallo. So rostiger Zweihänder ist auch scheiße. Holzpfeil, ja. Kochsachen, ja, aber nicht die landen, diese Dinger da. Aber auch gestern übrigens, gestern Nacht, habe ich von älteren Zelda-Musiken geträumt. Jetzt fällt es mir, jetzt muss ich mir kurz mal überlegen, wie die nochmal ging. Oder was Neues, Rüstgras, eine robuste Heilpflanze, die nicht abbricht, wenn man auf sie tritt. Ihre festen, aber flexiblen Phasen erhöhen die Abwehr, wenn man die Gerichten untermischt. Mhm. Okay. Mal hier gucken, was da gibt. Da ist wieder der Bock. Hab dich im Auge. Ich sehe dich. Damit. Schnell. Nein, er will wieder angreifen. Ja. Diesmal verschone ich dich, Drecksbock. Ja, wir müssen gleich ein kleines bisschen Werbung machen. Bis dahin werde ich mir noch mal kurz überlegen, wie die Musik ging von den anderen Zeldas. Die würde ich euch noch kurz darbieten wollen. Darauf können wir uns schon mal freuen. Kleiner Cliffhanger an dieser Stelle. Nach der Werbung geht's weiter mit Knaller durchgenommen. Zelda Breath of the Wild und mir, Daniel Sullivan, hier auf Rocket Beans TV. Und ich werde diese Anmoderation der Werbung genau mit dem Punkt enden, an dem die Uhr genau auf Null läuft, ohne einmal abzusetzen oder Luft zu holen. Und das ist hiermit passiert. Viel Spaß, bleibt dran, bleibt geil. Bis gleich, ciao. Hi, herzlich willkommen zurück. Ich frage mich gerade, ob ich schon vor der Werbung auch alles voll mit Müsli-Krümeln auf meinem Flo warte. Das wäre ein bisschen peinlich. Ja, ich hatte euch ja gesagt, ich mache mir noch kurz in der Werbung Gedanken über die Musik und mir ist das eingefallen und ich möchte gerne anstimmen mit, Achtung, kennt ihr die? Das ist immer im Kakariko in diesen, wenn man in den Häusern drin war, die aber friedlich waren. Da kam das immer. Okay, wir können weitermachen. Schön, dass die Regie das so genießt, dass sie mich noch drauf hält. Das finde ich sehr sympathisch. Vielen Dank. Schön, einmal auch ein bisschen Lob zu kriegen, ne? Ein bisschen Feedback. Und ich werde mir auf jeden Fall nochmal eine andere, ältere Melodie überlegen und die singe ich dann auch nochmal, falls es überhaupt jemand hören will. Oh, den fällt mir noch ein. Ja, den Rest kennt ihr. Okay. Das. Wie bitte? Dankeschön. Ja, das war's jetzt mit meinem kleinen musikalischen Ausflug. Weiter geht's. Es gibt einen Schrein, Babys. Den machen wir auch noch platt. Ciao, Baby! Ich liebe diese fucking Eislanze. Oh, die ist jetzt aber gleich kaputt. Aber die hat mir schöne Dienste erwiesen, ey. Vielleicht gehe ich irgendwann nochmal auf den Berg, nur um eine Eislanze. Oh, guck mal, das muss ich mal erstmal verbrennen hier, das Gedöns. Dann machen wir es doch so, nehmen den Bogen, nehmen... Nee, wir haben keinen, scheiße. Dann nehmen wir doch einfach eine Bombe. Nee, das ist nicht die Bombe, das ist die Bombe. So. Zünden, chill. Das brennt ja nicht. Ha, das brennt ja gar nicht. Scheiße, wir kriegen jetzt Feuer. Das könnte jetzt ein Problemchen sein. Ich habe tatsächlich gar kein Feuer. Wie kann ich... Ich habe einen Feuerstein. Kennt ihr noch Feuerstein? Von Harald Schmidt. Ich habe Schmidt dann immer sehr gern geguckt früher. Das ist eine coole Sendung. Gibt es bestimmt mittlerweile irgendwie auf YouTube oder sowas. Kleine Empfehlung meinerseits. Der hatte immer so einen Mülleimer, wenn er dann reingeworfen hat, den Müll, dann hat es immer so, yeah,
geil gemacht. Das war in den 90ern mal sowas grandios. Das war unfassbar. Sowas fanden wir da lustig. Okay, ich habe wirklich tatsächlich really nichts zum Feuer machen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Hab ich vielleicht einen Feuerstein? Aber, ja doch, einen Feuerstein hinlegen und dann damit was Metallischem draufhauen. Aber habe ich alle aufgebraucht, Feuersteine? Ich glaube, ja. Ich glaube, ich habe gar keinen Feuerstein mehr, Leute. Guck nochmal. Ah doch, da. Da sind sie doch. Ups. So, in die Hand. Let's do it the intuitive way. So, wir legen das jetzt hier so hin. Ablegen. Nee, nicht kaputt. Okay. Vielleicht. Ich habe es, glaube ich, einfach nur falsch hingelegt. Aber ich darf jetzt nicht nochmal verkacken, weil ich habe nicht mehr viele Feuersteine. So, da müsste es doch passen. Warum geht er denn kaputt hier? Was ist das denn? Jetzt regnet es auch noch. Oh Leute, jetzt regnet es. Jetzt kann ich natürlich nichts anzünden hier. Scheiße, ich will jetzt in diesen Schrein rein. Damn it! Da drüben ist Feuer, habe ich gesehen. Ja, ja, ich weiß, aber... Mist. Was mache ich denn jetzt? Ich kann jetzt nicht gehen, ohne den Schrein gemacht zu haben. Aber was würde ich jetzt für ein Bett geben, dass ich jetzt Zeit überspringen kann, überdingsen kann? Wo war denn nochmal das Feuer? Ist das jetzt auch ausgegangen? Das war da drüben, ne? Wo ist denn hier einer? Ja, Mist, 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 Mist. Kann ich vielleicht da hoch und dann dahin paragliden? Das könnte... Oh, das ist eine Idee. Leute, das ist eine Idee. Ideenalarm. Ideenalarm. Das könnte klappen vielleicht. Kann ich das ja. So, Ausdauer kurz. Kann ich da überhaupt klettern? Nee, da kann man ja gar nicht klettern drauf. Doch. Oh, das klappt. Ey. Aber das ist rutschig. Aber ich habe gerade das A galt, der... Mir ist gerade eingefallen, ich habe ja noch die Kletterhose. Die ziehe ich mal nachher an, wenn ich nochmal klettern muss. Aber das schafft man nicht. Das ist so rutschig, auch wenn es regnet und so. Mist, jetzt ist hier richtig ungemütlich, das Wetter. Und das Feuer, was hier war, ist auch aus. Ein Zitterling. Sein Hut enthält isolierende Wirkstoffe. Als Kochzutat schützt er deshalb vor elektrischen Schlägen. Okay. Könnte nochmal auch interessant werden. Ach, egal. Hier war doch ein Feuer irgendwo. Hier ist eine Truhe. Nice. Naja. Been there, done that. Rostiger Zweihänder ist vielleicht geiler. Checken wir mal ab. Der geht gar nicht. Den brauchen wir auch nicht. Was hat er denn so? Nur eine 12. Naja, komm, gleich weg damit. Brauche ich nicht. Zwei Hände mag ich eh nicht so gern. Zu behäbig. Okay, Leute, ich muss leider diesen Schrein abbrechen. Das ist mir jetzt hier gerade zu nervig mit dem, dass ich da kein Feuer machen kann. Ich glaube, ich habe auch an alles gedacht. Wenn es regnet, kann ich natürlich keine Fackel tragen. Ich kann... mit dem Feuerstein hat nicht so richtig funktioniert. Da ich aber nur noch einen Feuerstein habe, will ich jetzt nicht den letzten auch noch verkacken. Ja, ist zwar ein Zeichen der Bewährung und so, aber wir werden da nicht sicherlich nachher da nochmal von vorbeikommen, wenn es besseres Wetter ist und oder ich Feuerpfeile habe oder sowas. Von daher, was war das? Was konnte ich da nehmen? Was konnte ich denn hier nehmen gerade? Ich konnte gerade hier irgendwas nehmen. Ich darf natürlich auch nicht vergessen, zu dieser Puffmutter zu gehen. Ist mir gestern auch noch im Schlaf so halb gekommen. Ich laufe gerade in die falsche Richtung. Ja, diese Puffmutter, was konnte man da nochmal machen? Was hatten die nochmal abgegradet? Da konnte ich irgendwie... Bei der konnte ich doch diese Blumen abgeben irgendwie, ne? Eieiei, da muss ich auch nochmal zurück irgendwann. Ich kann wahrscheinlich jetzt nicht hier hochklettern, weil es regnet, ne?
Ja, Regen ist echt scheiße in dem Spiel, Mann. Hat das vielleicht irgendwelche Vorteile, der Regen auch? Ich zieh mal kurz meine Kletterhose an. Weil bis jetzt sehe ich nur Nachteile am Regen. Geile Kletterpants. Boah, das geht schon deutlich schneller mit der Kletterpants. Na, das reicht nicht. Oh, Regen! Regen, du nervst! Kann ich irgendwo teleportieren, Leute? Das ist mir echt... Ich muss mal jetzt irgendwie hier weg von diesen Felsen. Fehler. Ich hätte gerade, fällt mir auf, ich hätte gerade eine Markierung setzen können für den Schrein. Das hätte ich gerade machen können. Scheiße. Das wäre eine Idee. Ich hätte eine Markierung setzen können für den Schrein, sodass ich weiß, nachher, wenn es nicht mehr regnet oder ich Feuerpfeile habe, kann ich zu diesem Schrein. Dammit. Verkackt. Weiß auch nicht mehr, wo das jetzt war. Genau. Okay. So, das ist doch der Schrein über Kakariko, oder? Nee, über Zora. Okay. Wo wollen wir nochmal hin? Welche Richtung? In... Okay. Das gehen wir jetzt knallhart einfach. Große Maxi-Rübe, das ist natürlich geil. So, und prompt hört der Regen auf. Das war natürlich klar. So, wir laufen schön Luftlinie. Wo ist denn jetzt der nächste Turm, womit wir die Karte aufmachen wollten? Das wollten wir ja auch noch machen. Auch noch nicht gemacht. Ja, ich muss jetzt einfach ein bisschen meinen Plan ändern. So ist es jetzt halt. Ich wollte ja eigentlich erst die Karte aufmachen in diesen beiden Bereichen, aber das lief mir jetzt einfach nicht so in den Saft rein. Oh, da ist ein Corone. Ich hau jetzt ab. Das Link, ich hau ab. Will ich den ansprechen? Ja, der stellt sich unter. Guck mal, der will mir bestimmt irgendwas sagen mit Regen oder so. Ich war ganz nass. Wenn du im Gespräch mit Corona anspielen auf Steine unterbringst, hast du bei uns einen Stein im Mund. Ja, konnte ich ja jetzt nicht machen. Vielleicht ihm einen Stein geben? Warte mal. Feuerstein, ja, nicht den unbedingt. Habe ich noch einen anderen hier oben. Ein Opal. Probieren wir es mal. Nee, das geht nicht. Ja, weiß nicht. Egal. Weiter geht's. Also auch ein Schrein. Blitzt das wieder, ne? Jetzt muss ich gleich mal meine Waffen weglegen. Das hier sieht ein bisschen aus wie Irland, mein Heimatland. So sieht das auch aus in Galway und Kerry. Noch ein Gorone. Oder ist es der gleiche, der einfach wandert? Ja, du bist irgendwie komisch, du bist nass. Da ist ein Insekt. Ich brauche ja voll oft Insekten, ne? Ich hole mir mal einen Insekt jetzt endlich mal. Endlich mal einen Insekt geholt. Wie oft ich schon Insekten kochen wollte. Nächstes Mal werde ich endlich mal irgendwas mit Insekt kochen können. Ah, der Schrein hat es mir auch angetan. Das Ding ist halt, die Schreine machen halt Bock. Die sind so ein geiles Element in diesem Spiel. Also, dass man immer irgendwie die Möglichkeit hat zu sagen, hey, nee, gerade kein Bock, Dudes, ich gehe mal in den Schrein, ein Rätsel lösen, ein Zeichen der Bewährung holen irgendwie und mich stärker machen und so. Ist echt cool. So, die Richtung wollen wir. Ah, okay, ich sehe gerade, ist der Titan wohl irgendwie da in diesem Feuerberg, Richtung Feuerberg? Ich muss Richtung Feuerberg! Waffen weglegen? Nö. Mann, ich wollte dieses Lied gerade singen von Materia. Oder von dieser... Wie heißt die nochmal? Die alte immer, die... Miss Platinum, genau. Siehst du, oben ist ein Feuerwerk! Ach, genau. Ich meine aber den anderen Typ, genau. Siehst du, da oben ist ein Feuerberg! Mann, ich will zu dem Feuerberg! Siehst du, da oben ist ein Feuerberg! Wie ging das normale Lied nochmal? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Okay, da ist ein Lager.
die werden aufgemischt. Hier kommt der Aufmischling. Okay, erstmal gucken, gibt es eine taktische Lösung. Gut, da sind Fässer, die bringen wir jetzt immer schön zum Explodieren. Ne? Hier geht es ein bisschen bergab. Dann machen wir es doch dahin, dann rollt das auch schön hin. Ne? Ciao, Babys, Kegelverein Berlin. Tschüss. Ich gehe so weit von gerne kegeln, das ist einfach mein Leben. Ich kegel gerne. Dazu ein paar Schulter ist richtig geil. So, und wir finishen ihn mit einem hammergeilen Superpfeil, den ich von hier aus ohne weiteres... Oh, viel zu weit. Oh, der macht wieder einen auf Chamäleon, ja, ne? So, nützt ja nix. Oh, ein Schild abgewehrt, nice. Gebe ich Respekt für. So. Gib mir eine Truhe. Loot, loot, loot. Loot, 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 loot. Ja, was hab ich denn Feuer gebraucht vorhin, ey? Was ist das? Nix. Mein Schrein gelöt geht gerade los. Mal gucken, wo das herkam. Oh, make it rain, bitch, make it rain. I got 100 Rubens for you, bitch. Make it rain, yo, make it rain. Wo ist der Schrein? Wo ist der Deinhard? Wo, wo, wo? Na, er meint den, den ich eh schon gesehen habt, oder? Den Schrein. Wo? Wo fängt er an zu piepen? Bin ich gerade dumm? Wo ist denn der Schrein? Ich mag die Landschaft hier auch total gerne. Wie gesagt, das sieht echt ein bisschen aus wie Irland. Na gut, komm. Oh, das war aus Versehen. Na, da ist er nicht. Das ist ein Lack. Oh, ich mach was Cooles, pass auf. Ich mach jetzt was Cooles. Ah nein, ich hatte nicht genug Stamina. Scheiße. Ich wollte ihn eigentlich so cool in der Luft, ich hatte nicht mehr genug Ausdauer. Wo sind die anderen? Oh, scheiße. Oh shit, oh shit, oh shit. Das ist ein ganz schönes Lager, ich muss schnell was essen. Eieiei. Maxi-Rübe. Und Attacke. Doch, ich warte. Ich hab ne Scheißwaffe. Abhauen und abhauen. Und ich bin tot. Nein. Ah, ich bin belebt worden. Okay, ich brauch eine geilere Waffe. Alter, die Waffe ist scheiße. Danke. Oh, mega viele Leute. Oh, bin ich schon tot? Boah, ich hätte nicht gedacht, dass das Lager so heftig wird, ey. Ich hab da echt gerade verkackt. Ich brauche eine Maxi-Rübe oder irgendwas Geiles. Hier, den Teller, den muss ich auch mal loswerden. Dann werde ich da auch noch schneller. Nee, der gibt mir nur ein Herz. Die böse Matsche, ciao. Ein Röstbarsch. Und noch, boah, weiß ich nicht, ein, zwei Äpfel. Und abhauen. Oh, scheiße, der schlägt gleich richtig zu. Komm. Oh, scheiße, Waffe ist kaputt. Boah.
Schnell gemerkt noch. Nein, ich bin tot. Nein, ey. Fuck. Ah! Gut, ich bin da jetzt auch gerade mega schlecht rangegangen. Ganz klar, mein Fehler. Ich hätte es viel taktischer machen können. Ich wollte aber die in der Luft, weißt du, mit dem Parasegel wollte ich die 1 und 2 machen. Und das wäre ja auch leise gewesen. Und dann hätte ich mich den anderen nähern können, aber das, mein Ausdauer war dann kaputt. Oh, guck mal, ich bin noch hier. Dann machen wir es doch einfach mal so. Den einen. Den anderen. Dann kann ich ja genau das machen, was ich machen wollte jetzt hier. Nee, das reicht noch nicht. Oh, das haben die gehört. Scheiße. Das war dumm. Was habe ich denn da gemacht jetzt? Scheiße, ich habe außerdem zweimal auf R gedrückt. Oh, Dani, du hast dich so gut geschlagen letzte Zeit. Jetzt machst du so dumme Sachen. Oh, es war einfach verrafft. Gibt es keine Entschuldigung. Ich habe einfach mich verdrückt. So, die Waffe ist scheiße. Wo ist der andere? Okay, es waren nur die beiden. Aber ich habe das Gefühl, hier gibt es einen geilen. Hier gibt es irgendwas Geiles. Hier sind sau viele, die beschützen ja irgendwas. So, ich mache jetzt eine Bombe hier rein. Ich nehme noch die Echse mit. Löschen-Echse. Und wenn du sagst, wenn wir jetzt sieben, wie dieser Effekt entsprechend übertragen. Die Eidechse findet sich ja in Eldin. Nur in Eldin? Feuerfeste Schuppen, okay. Das heißt, er macht mich irgendwie feuerfest, wenn ich eine Medizin koche mit. Und oh, die haben mich schon. Okay, die sind aufmerksam. Scheiße. Jetzt tanzen die wieder. Nein, nein! Schnell hoch. Schleichen. Kann doch nicht so schwer sein. So, jetzt aber. Leute, Freunde der Sonne. Das war jetzt aber ein Akt. Stirb! Der hat voll viel Hitpoints, ey. Yes, der hat was Geiles gehabt. Boah, der hat was richtig Geiles. Nö, so geil ist er auch nicht. Aber es ist ein Steinspalter, Alter. Damit kann ich geil. Es ist ein Goronenschwert. Es wird keine Schneide, aber es braucht doch keine. Wo es hinfällt, wächst kein Gras mit. Damit kann ich zum Beispiel jetzt Steine abbauen. Die behalte ich auf jeden Fall so für Opale und sowas. Erz, Gedöns. Ah, scheiße. Komm. Oh, okay, ich wäre jetzt einfach mal gestorben. Die sind stärker, ey. Ich sag's euch, die haben echt gute Hitpoints. Warum sehe ich die eigentlich die Hitpoints nicht, frage ich mich gerade. Weil ich das Modul nicht aktiviert habe? Muss ich das aktiviert haben, damit ich das sehe? Nee. Ich habe doch eine Zeit lang gesehen, was die über dem Kopf für Hitpoints haben. Mach mal ein Foto. Habe ich das auch mal gemacht. Okay, schwarzer Bockblin. Die sind wohl irgendwie geiler als die anderen Bockblins. Machen wir noch ein Selfie mit dem Bogen. Speichern. Ey, Leute, hier gehe ich gleich rein und mach die Bogens kaputt. Okay, ich brauche mal mein Dings. Nein, ich muss hier wieder weg. Nein, ich. Da war wieder das Problem mit dem. Da wieder rauskommen ist schwer. So, wir machen jetzt einfach schnell die Bombe fertig, Mann. Ey, was soll das? Guck mal, wie viele Hitpoints der hat, ey. Alter, ich sag's euch. Okay, ich habe den Steinspalter weggeworfen. Oh, okay, Leute, jetzt stelle ich mich richtig dumm an. Können wir. Ich gehe jetzt da rein und mach die fertig. Das ist mir jetzt zu blöd. Gib mir eine geile Truhe jetzt bitte. Okay, das war echt eine schwere Geburt gerade. Okay, jetzt erstmal noch mein Zeug ansammeln. Vor allem die ganzen verschwendeten Pfeile. Dann die Kiste. Knochenmoblanze. Okay.
Ja, also die waren auf jeden Fall deutlich stärker als in den anderen Gebieten. Das ist einfach so. Das hat man jetzt wirklich sofort gemerkt. Kein Wunder, dass ich auch gerade verreckt bin, als die alle auf mich los sind. Aber wir haben es ja geschafft. Ritterbogen, nice. 26er Ritterbogen, der war geil. Mit dem habe ich ja viel gemacht. Neulich, aber da, der ist mir dann auch irgendwann kaputt gegangen, kurz vor dem Berg, ne? So, wo ist jetzt, wo blinkt jetzt dieser Schrein? Super laut hier, aber ich weiß nicht, wo der ist. Ist das vielleicht wieder ein verstecktes Ding? Okay, hier kann ich gleich mal meinen Stein-Dings ausprobieren. Der geht bestimmt jetzt voll ab gegen Steine. Ja, gib mir mal... Achso. Ja, richtig geil. Ein Leuchtstein. Ah, sorry, hätte ich mal lesen sollen. Gib mir noch einen, dann lese ich's. Nee, weiß ich jetzt. Scheiße. Was hat denn der... Wahrscheinlich kann der Licht machen. Ja, mein Gott. Ja, hier gibt's überall Leuchtsteine jetzt. Aber der ist geil hier, dieses Steinding. So, ich muss jetzt diesem Geräusch nachgehen, Mann. Kann ich nicht laufen, scheiße. Ich muss auf diesen Vorsprung da. Ist das einer? Ja. Hm. Ich habe meine Kletterpants nicht an, ne? Oder? Doch. Wo ist dieser Schrein? Das macht mich wahnsinnig. Das ist hier so voll Cliffhanger-mäßig, ne? So Rocky Mountains. Von Irland nach in die Rocks. In 2 Minuten. Ich würde gerne mal so ein L-Tour-Prospekt sehen von Hyrule. Wo ist das? Es blinkt, es blinkt, es blinkt, aber ich finde diesen Schrein nicht. Come on. Vielleicht hier oben? Da ist er! Haha! Der war echt versteckt, ey! Woo! Geil! Tamu-Schrein! Und das ist doch ein perfekter Cliffhanger für die nächste Folge, Leute. Wir müssen leider an dieser Stelle schon aufhören. Wir haben schon wieder eine Stunde rum. Mensch, wie die Zeit vergeht. Ich habe nicht so viel geschafft heute, glaube ich, gefühlt, aber ich habe mega Spaß gehabt. So ist dieses Spiel irgendwie. Man zockt und zockt, man findet ständig neue Sachen, man weiß gar nicht, wohin man gehen soll, weil alles irgendwie Bock macht. Wer hätte das gedacht, wenn man an die ersten Folgen zurückdenkt? Ha, das waren ja Zeiten. Ja, aber umso schöner für die 20 Zuschauer, die noch dran geblieben sind. Nein, ich weiß doch, ihr seid auch alle noch da. Das freut mich auch. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Knaller durchgenommen, Zelda Breath of the Wild mit mir, Donny. Und dann gehen wir als allererstes in den Schrein rein. Dafür also ein Cliffhanger. Wir sehen uns. Bis dann. Haut rein.